Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, hi, ich bin Vicky Lash, Make-up-Artist. Und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Beauty und Make-up und meine Profi-Tipps und Tricks für euch. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ich mein Gesicht richtig konturiere und vor allem womit und warum und wieso und überhaupt. Wie ihr sehen könnt, bin ich komplett fertig gestylt. Es fehlt mir eben für mein Abend-Make-up wirklich nur ein bisschen Kontur und wie man das genau macht, das erkläre ich euch jetzt. Davor möchte ich euch noch erinnern, wenn euch mein Kanal gut gefällt und meine Videos, dann vergesst nicht unbedingt unten auf Abonnieren zu klicken. Wenn ihr die kleine Glocke daneben aktiviert, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online geht. Wenn ihr ein komplettes Tutorial zu so einem Make-up-Look sucht, verlinke ich euch das ganz gerne hier und unten in der Infobox, genauso wie ein Haartutorial. Ihr könnt mir wie immer auf Instagram, Facebook und überall folgen. Meinen Namen blende ich euch hier ein. In meinem letzten Video habe ich euch ja schon erklärt, was Bronzer in eurem Gesicht macht und wie ihr den richtig auftragt. Das Bronzer-Video ist natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, aber wenn ihr das Video jetzt zuerst seht, dann könnt ihr vielleicht switchen und euch nachher auch das Bronzer-Video anschauen, weil ich finde, dass beides in Kombination und wie man es richtig macht und wie man es richtig im Gesicht einsetzt, eigentlich den schönsten Effekt macht. Auch ich habe jetzt schon Bronzer drauf. Und möchte für diesen stärkeren Abend-Make-up-Look meine Konturen und mein Gesicht ein bisschen modellieren. Ich sag's euch gleich, wenn ihr euch jetzt so ein Striche- und Indianer-Mal-Video erwartet habt, das wird's bei mir nicht geben. Das ist nämlich eine andere Art des Contouring, vor allem für Bühnen-Make-up gedacht. Wenn ihr aber Contouring machen wollt, das eurem Gesicht schmeichelt und das man auch wirklich tragen kann, nämlich nicht nur für Fotos oder für die Bühne, wo man 100 Meter weit weg steht, sondern ein Contouring, das auch wirklich funktioniert, das eure Gesichtszüge hervorhebt, zurücksetzt, verändert, verbessert, dann seid ihr jetzt genau richtig. Ich bin ein absoluter Fan von Puderprodukten fürs Konturieren und da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zum Bronzen, was ich in meinem vorigen Video schon erwähnt habe und erklärt habe. Ich zeige euch das jetzt anhand meines Bronzers, mit dem ich ganz weich die Konturen von meinem Gesicht aufwärme. Der schaut so aus. Das ist mein Sun Club Bronzer von Essence. Den habe ich auch in meinem letzten Video verwendet. Und den habe ich auch heute drauf, um mein Gesicht und meine Konturen ganz fein und weich aufzuwärmen. Bronzer ist ein Produkt mit einem warmen, goldgelben Unterton. Das sorgt einfach nur dafür, dass ihr schön warm, wie aus dem Urlaub, ein bisschen frischer ausschaut. Ein Konturprodukt dagegen hat einen kühlen Unterton. Das heißt, es ist immer so leicht bläulich und ganz anders in der Farbe als ein Bronzer. Hier sieht man ganz gut den Unterschied zwischen dem warmen, goldgelben Bronzer und der kühlen Konturfarbe. Ich versuche euch das Ganze nochmal in meiner NYX-Palette zu zeigen, weil da sieht man den Unterschied eigentlich auch ganz gut. Und zwar verwendet man zum Bronzen so einen warmen Ton wie diesen hier zum Beispiel. Der wirkt sehr gelblich, also diese zwei Farben wirken sehr, sehr gelblich zum Beispiel, sehr, sehr warm. Und diese Farbe hier wirkt rosé-bläulich, das ist ein kalter Ton. Und hier seht ihr ganz gut den Unterschied zwischen einem warmen Bronzer und einem kühlen Konturpuder. Ihr könnt mir natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht genau versteht, unten in den Kommentaren schreiben. Ich versuche immer so gut wie alles, was geht, zu beantworten. Kontur funktioniert ein bisschen anders und zwar ist Kontur immer etwas härter, etwas exakter, um die Knochenstruktur hervorzuheben. Alles, was hell ist, ist vorne und alles, was dunkel ist, ist hinten. Das heißt, überall dort, wo wir highlighten, wollen wir den Blickpunkt draufziehen, das sind die höchsten Punkte. Und überall dort, wo wir Konturen zeichnen, das sind die dunklen Schatten im Gesicht, die auch natürlich, wenn ihr euch anschaut, passieren. Zwar der größte und markanteste Schatten ist immer unter dem Wangenknochen. Und wenn ich jetzt meine Gesichtsform leicht verändern will, vielleicht wisst ihr, dass es gibt ja verschiedene Gesichtsformen. Manche haben runde Gesichter, manche haben ovale Gesichter, dreieckige oder viereckige Gesichter. Und je nachdem, wo ich gerne hin möchte oder wo ich meine Stellen hervorheben oder zurücksetzen möchte, dort, wo ich sie quasi zurücksetzen möchte, dort trage ich ein Konturprodukt auf. In den meisten Fällen, und das ist das Erste, was ich euch zeige, ist es unter dem Wangenknochen. Dort, wo ich schon den Bronzer ganz weich aufgetragen habe, trage ich jetzt das Konturpuder ein bisschen härter auf.
Und trotzdem kann man Contouring auch ganz dezent einsetzen, um seine Gesichtszüge zu verändern oder verbessern. Das heißt nicht, dass man da ganz heftig herummalen muss. Ich habe ihn jetzt schon die ganze Zeit in der Hand, ich wollte ihn euch den eigentlich zeigen. Meine liebsten Konturprodukte sind von NYX Professional Makeup. Ich verwende auch urgern dieses Three Steps to Sculpt Draht. Da habe ich zum Beispiel die Farbe Fair. Und das ist für meinen Hautton die perfekte Konturfarbe. Und dazu passend habe ich auch von NYX diesen Konturpinsel. Der ist extrem schmal und sehr, sehr hart. Ich habe trotzdem viele Borsten drauf, dass sich das Produkt schön verblenden lässt. Aber ich kann damit wirklich schöne, exakte Konturen ziehen. Wo setze ich jetzt mit dem Konturpuder an? Ich habe es schon kurz erwähnt, je nachdem, was ihr für eine Gesichtsform habt, könnt ihr euren Wangenknochen, sprich den hellen Teil, wo man auch Highlighter hinsetzt, den ich ja schon drauf habe, hervorheben, indem man unter dem Wangenknochen das Ganze zurücksetzt. Dadurch poppt er quasi noch mehr hervor. Und das mache ich so, indem ich mit dem Pinsel hier hineingehe, ganz genau darauf achte, wo mein Wangenknochen ist. Ihr könnt ihn ganz gut tasten. Und genau drunter setze ich meine Kontur. Ich beginne immer vom Ohr weg nach unten zu ziehen und aufpassen, die natürliche Grenze für eine Kontur ist, wie schon auch beim Bronzer, die Wange. Dort, wenn man lächelt und das Bäckchen aufhört, sprich hier, sollte man auch spätestens mit dem Bronzer aufhören. Ich habe die Kontur jetzt hier vom Haaransatz vom Ohr einmal hingesetzt. Dann staube ich meinen Pinsel immer ab, damit wirklich kein Produkt drauf ist oder sehr, sehr wenig nur. Und dann halte ich den Pinsel relativ schräg zu meinem Gesicht und arbeite ihn so unter dem Wangenknochen ein. Warum mache ich nicht so oder so? Sobald ich die Kontur nach unten verblende, fällt das Gesicht runter, denn hier hat man ja den nächsten Knochen. Der sollte quasi nicht auch noch in den Schatten kommen. Und das Gesicht wirkt dann so eingefallen. Ich mache das Ganze mit einer ganz, ganz leichten Hand. Und verblende die Kontur. Dieses Gesicht hilft euch auch ganz gut dabei, weil wenn man so macht, hilft euch eigentlich ganz gut dabei zu sehen, wo die natürliche Kontur verläuft und wo man ansetzen muss. Im Vergleich, hier habe ich nur aufgewärmt mit Bronzer und hier habe ich schon eine Kontur. Wo möchte ich jetzt noch mein Gesicht konturieren? Ich konturiere ganz gerne meinen Haaransatz. Um nämlich zu einer ovalen, schönen Gesichtsform zu kommen, kann ich hier an meiner Stirn seitlich auch noch abschattieren. Die Stirn wegnimmt und dunkel macht, wirkt das Gesicht automatisch ein bisschen schmäler. Wenn ihr aber einen relativ tiefen Haaransatz macht, dann auf gar keinen Fall die Stirn konturieren, sonst wird man noch kleiner hier oben. Wenn ihr aber einen relativ hohen Haaransatz habt, dann kann diese Technik super gut wirken, weil dieser kühle Schatten das Gesicht von oben hin verschmälert. Wo ihr jetzt hier oben konturiert, hängt ganz individuell von euch ab. Manche konturieren eher gerade runter, damit die Stirn wirklich schmäler wird. Manche können von der Seite rein konturieren, damit man generell so ein bisschen hier oben weniger wird. Und wenn ich mir meine Stirn anschaue, dann möchte ich eigentlich nur diese Kante der Schläfe ein Stückchen weiter reinrutschen. Und deswegen nehme ich mir das Konturpuder und setze hier an. Und ich wische nicht hin und her mit dem Pinsel, weil damit kann es sein, dass ich mir meine Foundation zerstöre, sondern ich mache das in so ganz leichten, tupfenden Bewegungen und ich schattiere das Ganze in die Haarlinie hinein. So, ich hoffe, den Unterschied kann man jetzt sehen. Ich mache auch die Konturen immer relativ dezent, dass man nicht so angemalt ausschaut. Und vor allem verblende ich die Konturen auch relativ stark. Manche mögen es eher ein bisschen exakter. Dann verblendet man die Kontur einfach nicht so extrem. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich hoffe, man kann es schon gut erkennen, wo jetzt die Konturen das Gesicht schon ein bisschen schmäler machen.
Was ich jetzt noch ganz gerne mache, ist meine Kinnkante verbessern, verändern, verschmälern, je nachdem, wie ihr dazu sagen wollt. Wenn man zum Beispiel ein sehr gerades Kinn hat, das geht hier ganz gerade und auch ganz gerade rauf und es schaut sehr, sehr markant und stark aus, dann könnt ihr die Seiten, quasi hier seitlich, relativ heftig nach hinten konturieren. Wenn ihr ein ganz rundes Gesicht habt, dann könnt ihr auch wirklich eine Kontur hineinzeichnen, um euer Gesicht ein bisschen schmäler zu machen. Wenn man jetzt mein Gesicht anschaut, dann mag ich es ganz gerne, diese Kante hier, und das ist auch so ein kleines Böckchen, die nach hinten verschwinden zu lassen. Und das mache ich wieder mit einer kalten Konturfarbe. Ich gehe also wieder ganz gerade in das Konturpuder hinein. Immer ein bisschen abklopfen, damit man nicht zu viel erwischt. Ich schaue mir jetzt mein Kinn genau an von vorne. Was möchte ich in den Hintergrund stellen? Was möchte ich spitzer erscheinen lassen? Zum Beispiel mein Kinn, das ist eh sehr markant. Aber das kann ruhig so bleiben, wie es ist. Ich möchte hier die Seite leicht konturieren. Und vor allem nicht auf dem Gesicht, sondern immer unterhalb, also an der Kinnkante an. Konturieren kann man ganz gut vergleichen mit einem komplett weißen Outfit und einem komplett schwarzen Outfit. In Schwarz schaut man einfach immer schlank aus, weil es wie ein Schatten wirkt und Weiß tragt, ist eben hervorhebend und tragt auf. Und genau so funktioniert es auch beim Konturieren. Alles, was ich ein bisschen verschwinden lassen möchte und in den Schatten stellen möchte, konturiere ich ab. Und ich verwende auch hier, obwohl ich einen schmaleren, sehr exakten Pinsel verwende, eine ganz, ganz leichte Hand. Also ich komme nur ganz dezent an meinem Gesicht an und drücke nicht so auf. So, ich wiederhole das Ganze jetzt ganz kurz hier auf dieser Seite, damit ihr nochmal einen Einblick über die Kontur bekommt. Unter dem Wangenknochen, von der Haarlinie weg, die Kontur hinsetzen und dann nach oben zum Wangenknochen ausblenden. Die Stirnkante bei mir schattiere ich genau hier ab. Und die Kinnkante hier. Was mir jetzt noch fehlt und was viele von euch sicher wissen wollen, ist, wie man eine Nasenkontur mit einem Konturpuder macht. Und zwar verwende ich hierfür einen ganz anderen Pinsel. Der schaut so aus. Das ist ein Blenderpinsel, der aber ganz flach und gerade geschnitten ist. Und je nachdem, wie ihr eure Nase verschmälern wollt, geht man immer von der natürlichen Kante aus. Das heißt, zu weit hinein oder zu weit nach außen ziehen schaut nicht normal aus. Ich gehe wieder ganz gerade in das Konturpuder hinein und wieder nur ganz wenig davon nehmen. Man kann das Ganze ja langsam aufbauen. Und wie man jetzt schon gut sieht, die flache Seite von dem Pinsel lässt sich sehr gut hier gerade an meine Nasenkante ansetzen. Ich beginne immer hier vom Auge weg. Hier setze ich an und ziehe mir dann ganz gerade nach unten eine Hilfslinie sozusagen. Staube den Pinsel dann wieder gut ab und beginne von der Seite weg zu dieser Kante zu schattieren. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch wieder. Gehe gerade in das Produkt hinein und durch den flachen Pinsel kann ich mir eine schöne gerade Kontur anzeichnen. Gehe immer hier vom Auge weg, gerade zur Nasenspitze. Und alles, was am Produkt noch oben ist, ich gehe nicht nochmal hinein, staube ich jetzt seitlich. Ich sage immer stauben, weil es eigentlich von alleine geht, vor allem wenn ihr einen flachen Pinsel verwendet. Zu dieser natürlichen Kante hin. Wenn ihr die Nasenspitze ein bisschen stupsiger haben möchtet, dann könnt ihr auch mit der Kante hier ein bisschen seitlich modellieren und vor allem die Unterseite nicht vergessen. Dadurch wird die Nase ein bisschen kürzer und gerade bei einer Nasenkontur ist es wichtig, dass man nur ganz, ganz wenig Produkt verwendet.
So, und damit ist mein Gesicht komplett fertig. Ich verwende jetzt nur noch für die ganzen Puderprodukte ein bisschen ein Setting Spray. Und da habe ich von Urban Decay dieses Cherry. Das war so eine Limited Edition, glaube ich. Limited Edition. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie schon erwähnt, ihr könnt mir natürlich gerne Kommentare hinterlassen. Ich versuche so gut wie alles zu beantworten. Ich verlinke euch natürlich alle Infos, Produkte, die ich verwendet habe, unten in der Infobox, sowie ein Video zu so einem ähnlichen Make-up-Look als Tutorial. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Video oder auf Instagram wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.